Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Die Bitch. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Das ist der Kopf, Junge. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Ja, reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Das war Resi 7. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Rotkäppchen. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Ich... vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut.
Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Boah, Kinder können so hässlich sein. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Oh nein, das sieht auch noch voll aus wie das Visage aus. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Yeah. Ja, Bett. Ja, das ist dein Bett. Hier ist Bett. Ja, nee, hier ist nicht Bett. Fast da, meine Kleine. So, mal hier rein. Na, das sieht aus wie ein Kind. Oh, ich hab das Gefühl, ich gehe jetzt runter. Meine Frau ist ein Zombie. Ha, sie ist noch normal. Ja, schön. Sie schläft wie ein Baby. Hm, riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Oh, mit dem heißen Löffel. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Huh? Hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. 3 Jahre. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Der erste Schuss hat sie nicht gejuckt. Mia. Oh Gott. Das war wirklich Mia. Sah null so aus. Chris! Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Die lebt immer noch? Warum? Nicht ins Gesicht. Verloren. Neustart. Bro. Der erste Schuss hat sie mal gar nicht gejuckt. Los, Bewegung! Oh, der hat gerade erst gepennt. Sauber! Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose... Hau ihn um, Rose! Hau ihn ins Gesicht! E-Strike! Ja. Welch spannender Wechsel. Hallo? Ah, sie lebt wieder. Rose-Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Oh, Mist. Da muss ich rangehen. Oh Mann.
braucht Zeit. Wie ist Ihr Status? Ist das Objekt gesichert? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Wer ist da? Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck. Guck mal, ohne Untertitel hätten wir nicht gewusst, was er jetzt sagt. Scheiße, was ist passiert? Also, welch überraschender Wechsel der Gefühle hier an dieser Stelle. Von, also wir haben sie Resident Evil 7 gerettet und befreit und am Anfang, direkt in der Anfangssequenz wird sie umgeballert. Und nachdem sie einmal einen Schuss in die Schulter kriegt, ist sie der Meinung, sie könnte einfach weiter stehen bleiben. Missionsziele, Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters. Rosemary ist das Baby. Zu Standard C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Das hier waren die Offiziere. Ja, nice. Dann ist unsere Lady wohl wieder tot. Mich wundert es immer noch, wie es sein kann, dass Mia den Schuss in die Schulter einfach so in die abkriegt und sich denkt, ich bleib stehen. Hinter mir knackt's. Uiuiui. Aber ich bin guter Dinge, dass es nichts angreifen wird. Ich bin ganz guter Ding. Yo, moin. Boah, ich muss gerade nicht mehr husten hier. Paar tote Vögel, Junge. Scheiße, wollte einmal. Sorry, ich hab ein bisschen wenig getrunken. Oder, oh, scheint besser gerade nicht. Ich glaube, es ist gerade keine gute Situation zu tun, als ich nämlich alles nicht verfolgt werde. Oder ich verfolge irgendwen. Ich habe mich nicht erschrocken. Trockenen Hals. Ich glaube, es zwingt uns in diesen dunklen, abgeschlossenen Keller der Hölle. Junge, hier ist ja alles locker. Also wem auch immer die Hütte hier gehört, der sollte mal ein bisschen mit Nageln und einem Hammer hantieren. Scheiße, hier ist alles locker, hier fällt alles um. Ne Maus, erschreck dich doch nicht so, du Pussy. Ich wurde einfach mal einen Meter... Wurde ich hochgeschraubt oder wurde die Decke runtergeschraubt? Hä? Ich habe gerade gedacht, ich wurde einen Meter hochgeschraubt. Das war nicht der Wind. Wie ist das passiert? War der Wind. Und es ist Tag draußen, Junge. Ich war 5 Minuten da drin. Aber so gefällt mir das schon viel mehr. Es wird hell. Sieht gut aus. Wo zum Teufel bin ich? In Village! So, ich habe das Gefühl, das ist so ein Point of No Return. Das heißt, wenn nochmal irgendwer irgendwas sagen möchte, dass zum Beispiel irgendwas in der Holzhütte ist, das hätte ich mitnehmen sollen, dann jetzt, denn ab hier, da denke ich mal, kommen wir nicht zurück. Alles klar, let's go. Aber jetzt geht's rein in die Zombie-Stadt. Das ist Resident Evil und nicht My Little Ponies. Ich stelle mir vor, es gab mal irgendwo einen Zeitpunkt, als das Spiel programmiert wurde, da hat irgendwer diesen Rutscher programmiert. Da saß irgendwer da und hat gesagt, ich programmiere heute das Rutschen bei dem Berg am Anfang. Schatz, was machst du heute? Oh, ich habe heute das Rutschen programmiert.
Echt? Hat das lang gedauert? Nein, nee, es war nicht so fließend. Ich habe einfach so einen alten Algorithmus von Resident Evil 7 benutzt. Bisschen umkonvertiert. Vielleicht sind sie unterwegs. Bin ich mir sicher. Die Hütte sieht schwer aufgeräumt aus. Ich glaube, die sind nur kurz einkaufen. Sag mal, warum wird diese Hintergrundmusik immer lauter? Näher ich mich irgendwem oder so? Ja, sehr gut hier. Geil. Oh, sieht alles gut aus. Sieht sehr zerbrechlich aus. Sag mal, habe ich schon Waffen? Nee, ne? Kurz mal ein bisschen umtreten. Mist! Ja. Ich muss sagen, jetzt wo die Musik aufhört, ist das noch gruseliger. Ave Maria! Ching Ching, Junge! Patz! Nice. Arzneimittel. Das Game gibt mir also Heilung und eine Waffe. Also sind die Hausbesitzer wohl nicht friedlich. Nicht schießen! Und der hat nicht getroffen. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Warum sehen Menschen in diesem Game immer gruseliger aus als Zombies? Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe. Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Ich hab keine Ahnung. Nehmen Sie die hier! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Aber ich bann gleich jene, der die Sounds aktiviert. Hey, haben Sie gehört? Gut, der ist schon mal weg. Also bin nur noch ich alleine. Oh, shit. Woher wissen die durch die Wand eigentlich, wo ich bin? Achso, ich werde nur runtergezogen. Mist! Noch mehr! Guck mal, das ist so der Moment, wo man ganz genau weiß, dass das normalerweise niemals ich wäre. So, da kann man auf gar keinen Fall wieder hochhüpfen. Das heißt, wir müssen an diesen Leichenhaufen vorbei. Genau, Ethan. Also, das wäre auf gar keinen Fall ich. Ich würde nicht da sitzen, Leichen sehen, einen, der mich so anschielt und sagen, Mist, noch mehr Leichen. Das wäre so ungefähr nicht das, was ich sagen würde. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Das ist meine Das sieht aus wie Felix. Und da hinten bewegt sich was. Shit! Scheiße, was war das? Pumpkin ist wohl nicht mehr, ha? Nein! Block! Warte mal, Block Spacebar? Ah. Achso, ich kann den blocken, so. Dann blocken wir den mal. Bringt das was? Das hat jetzt echt was gebracht. Der hat mir gerade eine halbe Hand abgebissen. Ja, das ist der Hulk. Wie viel braucht der denn? Ich will nicht alle meine Kugeln verballern. Nachladen, das klingt gut. Ja, das ist ja voll unfair. Der dodgt ja. Aha. Das waren jetzt 13 Kugeln. Was zum Teufel? Ich glaube, zwei davon liegen daneben.
Ich untersuche. Alles untersuchen. Ich hab's verbarrikadiert. Junge, ich bin so sachte gesteppt. Warte mal, hier hat jemand gerade was kaputt gesplasht. Eine Chemikalie. Und Money, nimm ihn noch mit. Ja. Das glaube ich lieber das. Ja, okay, was? Was? Warte mal, was? Ja, das ist jetzt schlecht. Das ist ja ultra schlecht. Das ist ja ultra schlecht. Moin, sieben. Bleib liegen. Tja. Ist das vorbei? Ah, ich habe ihren Anführer gekillt. Das wäre ziemlich dämlich. Das sieht aus. Verdammt. Yeah. Oh, das ist explosiv. Nehmen. Kristallner Schädel. Nehm ich. Oh, Käse. Ein Knie? Pfeil, meine ich? Oh. Ja! Warte mal, mich hat ein Pfeil gehittet? Hätte ich das dodgen können? Oh, ich hab das Gefühl, der kommt der Große. Und der springt da lässig durch die Gegend mit einem 400-Kilo-Hammer. Gar kein Problem. Also sollte ich jetzt einfach nur warten, bis ich einen Pfeil ins Knie kriege. Nimm weg. Warte mal, habe ich meinen Mittelfinger wieder? Hatte ich nicht gerade eben noch einen halben Mittelfinger? Mein Mittelfinger ist wieder da. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte gerade eben keinen Mittelfinger. Ah. Halt! Warten! Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose?
Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein, halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Gut. Na dann. Hase, öffnen. Hey. Das ist die Tür. Okay. Bitte. Kein Problem. Mach ich. Hey, was machst du hier? Tod, hat's weggeballert, den einen. Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Warum nicht? Wir sind ja ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, da will ich auch hin. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Ganz kurz dachte ich, die führen mich jetzt zu Luisas Haus. Das wäre echt einfach geworden. Kurz mal die Vorräte aufschnibbeln. Ab durchs Tor. Kommt! Alles gut. Los, schnell. Sehr schnell aufgestanden auf einmal. Wurde aber auch Zeit. Das hat eine Minute gedauert. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Ja, hier ist besser. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Hey, gib mir mal die Machete, Baby. Das Ding hier nehme ich. Hallo? Das ging vorher nicht. Niemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Ich hab auch so ein Ding. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Julian! Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tu ich es auch. Komm rein, Ethan. Tja, tschüss, Julian. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Safe dekrepiert. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Hä? Hättest du nicht? Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes,
Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ich hab mich umgedreht. Ja, ich hab dich angeleuchtet. Auf! Kann weitergehen. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn, für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. Beten? O Allmächtige, hör unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod. Mutter Miranda, euch preisen. Mutter Miranda. Gut. Ja. Der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Er ist angesteckt worden. Vater! Elena, nein! Lass mich los! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Lass ihn los! Safe dekrepiert. Habe ich jetzt gerade zwei Schuss verschemmelt? Elena? Schieß ihn um! Ich sagte aufhören! Und ich bin nicht angesteckt worden. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus. 500 Knete, Junge. Jesus, was auch immer man damit machen kann. Ich bin... Hallo.
Ein Autoschlüssel. Das ist ein Schlüsselanhänger. Dann wollen wir mal die Position... Ich hätte gerne, dass du mal hier... Aha, da ist ein Schraubenzieher drin. Wie kriege ich ihn da raus? Normalerweise... Oh. Ave Marie! Oh yeah. Hey Zuckerpöppchen, ich habe einen Schraubenzieher und einen Autoschlüssel. Das Feuer breitet sich aus. Schlüsselanhänger. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Komm rein. Die alte Rostlaube hat's noch in sich, schnurrt noch wie ein Kätzchen. Gas geben. Ich geb Gas. Hätte ich auch denken sollen? Ach, jetzt machst du den Rückwärtsgang ein? Ethan, alles in Ordnung? Wie sah's gar nicht drehen? Ist gut, ich versuch's nochmal. Das Feuer, wir haben keine Zeit. Daneben nach oben. Komm hoch, schnell. Und wir müssen durch die Schnell Wand klettern. Vorwärts. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, steht... Komm, es hält. Komm, absolut sicher, das hält. Ja, krass. Kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Das gibt's doch nicht. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena... Er hat mich erkannt! Vater! Du bringst dich noch um! Nicht bewegen! Los! Nimm meine Hand! Steig auf den Rücken! Rette deine Tochter! Elena! Du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Sie hat gesagt, ich soll meine Tochter retten. Wieso müssen alle sterben? So. Das ist einfach nicht fair. Gut. Sehen wir es mal von der praktischen Seite. Was hat sie Sinnvolles geleistet, ne? Außer, dass sie gesagt hat, ich soll meine Tochter retten. Das wusste ich auch vorher. Versteh's nicht. Hey, du! Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Okay. Sehr gut. Möge Licht diese Stadt heilen. Hier geht's wohl zum Schloss. Nur Blut und Tod. Na dann. Ist alles? Ich dachte, es wird irgendwas Mächtiges passieren. So wieder so das Geheimding. Sieh an, sieh an.
Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Das sind coole Fähigkeiten, die will ich auch haben. Warum kann er mich nicht einfach schweben lassen? Wir sind fast da. Warum kann er mich nicht einfach schweben lassen? So? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schwer. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrescu und ich verspreche euch. Lass mich sehen! Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd noch größer. Wäre. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! 5, 4, 3, 2, 1, Start! Verfluchter Mist! Gut. Ich muss mal los. Lauf um dein Leben! Ja. Da lang. Yeah! Untersuchen! Ja, ich hab's untersucht! Weiter so, Ethan! Das ist unfair! Und das stecke ich weg! Ich bin ja heftig! Holy shit! Noch? Ja. Beeindruckend. Oh. Oh, shit. Oh, 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 oh. Oh, oh. Da, untersucht. Ja, untersucht. Shit. Tschüss. Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Ja, ja. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden.
Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Geht doch nichts über frisches Hackfleisch. Kreativ geworden. Warte, haben die vielleicht Rose? Und die denken, ich bin tot, Idiots.